Und damit, meine Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West. Und zwar, dieses Mal habe ich mich für die Stillsande entschieden, für den Hanghals. Diese Quest ist aufgeploppt, indem ich mir halt ein Gerücht angehört habe. Weil es gibt so vereinzelt Leute, die erzählen einem Gerüchte. Und die sa erzählen dann halt von bestimmten Orten. Und ja. Und dadurch wird halt einem entweder eine Ruine freigeschaltet oder ein Rebellenlager oder sogar wo sind sie da oben? Sogar die Brutstätten werden halt so, ne? Und darunter war jetzt auch die Sache mit dem Langhals. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zum Langhals, damit wir schon mal zumindest grob einmal die Karte aufgedeckt bekommen. Was das Gebiet hier angeht, wird dann einmal grob die Karte aufgedeckt. Das müsste, glaube ich, ungefähr bis hier oben hergehen, glaube ich. Müsste es sein. Also wir werden es dann gleich sehen, wenn wir ihn aufgedeckt haben, wie weit die Karte reicht. Die Der ganz, westliche also die Verdacht sehen ist dann vielleicht ungefähr so aus wie nahe. er mit dem grünen Ausrufezeichen. Schiff hier zu Da kaufen. kann man sich halt die Gerüchte Fisch halt oder Meat anhören. zum Grillen? Wir Wohin haben genau soll hier ich noch mich eine begeben? Nebenquest, die ich mit euch auch Hey! noch machen werde. Sie betrügen hier? Und ja, hoffen wir mal, die Sachen reichen, die ich gerade wieder herstellen kann. Gott sei Dank. Weil ich hatte irgendwie so gut wie nichts mehr davon und zum Glück konnte ich da jetzt zum Teil wieder was herstellen. Ja, ich muss halt zusehen, dass ich für euch da mich höher pushe, noch die jeweiligen Waffen finde, die ich auf meinem alten Account alle gesammelt habe und auch verbessert habe, bis zum geht nicht Dieser mehr. Dampfer will dich heftig aus. Dass wir mehr Sieh Schaden mal an, machen. ein Langhals. Ich wusste, dass es hier einen gibt. Sieht nach äußerer Ausrüstung aus. Wahrscheinlich der Trupp, von dem ich hörte, der da einen Langhals verfolgte. Was haben sie hier gemacht? Sieht aus, als hätten die Osseram eine Art Harpune benutzt, um die Maschine zu erledigen. Sie muss das Lager angegriffen haben. Mit dem Fokus finde ich vielleicht heraus, wieso. Also das ist jetzt mir schon öfters aufgefallen, dass Aloy so leise redet und dass die Effekte so ultra krass sind. Und manchmal auch die Musik, die schraubt das mal ein bisschen runter. Den Untertitel machen wir auch mal größer. Dass man da. Dass man das da. Manchmal hört man nämlich gefühlt überhaupt nicht, was sie sagt. Nein, ich will nicht reparieren. Ach, jetzt steht dieser blöde Stürmer so bescheiden darum. Oh, Loot! Diese Osaram wurden von Maschinen getötet. Also war die eine nicht allein. Das sind Langhalsantennen. Die Osara müssen sie irgendwie abgetrennt haben. Eine Harpunenwaffe mit Ankern? Wollten sie. Sie wollten den Langhals zu Fall bringen. Die Osaram wollten den Langhals nach unten ziehen, um ihn auszuschlachten. Die Maschinen müssen sie dabei überrascht haben. Könnte ich bloß irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen? Es sei denn. Ich bringe den Langhals selbst zu Fall. Und versuche ihn am Boden zu reparieren. Das wird nicht schön, aber zumindest wird er repariert.
Schnell, schnell, schnell. Bevor er. Oh, das klingt nach Ärger. Und ich brauche mehr Anker. Die Osserer müssen in dem Bereich noch mehr Ballisten platziert haben. Ich muss sie nur finden. Der Beutel ist voll. Oh, hallo auch. Mit einer Balliste kann ich diese Maschinen sicher besiegen. Den da haben die Maschinen wohl auch erwischt. Noch eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Na, hoffentlich kriegen wir das jetzt noch hin, bevor die kommen. Wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anker. Ich muss sie finden. Mit ihnen bringe ich den Langhals zu Fall. Jawohl. Einer mehr sollte schwer genug sein. Noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. Die zum Beispiel mögen eigentlich kein Eis. Und ich habe natürlich... Na, ich habe natürlich kein Eis, ne? Ist ja ein Scheißdreck aber auch. Dann wird's halt ein bisschen heiß. Oh, ich mag die ja jetzt so schön nicht. Anker, dann benutze ich ihn. Jawohl. Tut mir echt leid, mein Großer. Aber wenn ich dich überbrücke, finde ich heraus, was ich reparieren muss. An den Beinen komme ich bestimmt nicht hoch. Ich muss es anders versuchen. Seine Systeme sind beschädigt, aber ein Neustart wird ihn reparieren. Ah, der Gräber ist einfach mit drauf gehüpft. Das habe ich ja noch nie gehabt. Perfekt. Eure Pulver. Tja. Sieht schlecht aus. Was ich da alles nicht hab, ey, das ist ja grauenhaft bei mir. Tut mir echt leid, Leute, dass das so grauenhaft da bei mir aussieht, was die Sachen angeht. Aber, was soll ich machen? Ich weiß, Ressourcenfarm und so weiter und so fort wäre halt echt angebracht. Aha. Maschinenkillhilfe. War ich jetzt fast Level 28 erreicht. Um einen Haaresbreite Millimeter. So. Und so sieht dann das Ganze halt aus, ne? Also hier ist so die Grenze nach da oben. Weil der Langhals überbrückt eigentlich das ganze obere Stück. Und, ja. Aber den kriegt man halt erst später. Jetzt haben wir zumindest hier unten die Wüste offen. Wo wir dann auf, zu Poseidon kommen. Aber das machen wir dann übernächstes Mal.
Mal schauen, erstmal habe ich noch ein bisschen was anderes vor mit euch. Vielleicht doch noch die ein oder andere Nebenquest, die es hier noch gibt, würde ich gerne mit euch machen. Vielleicht dann auch mal nach hier oben watscheln, weil hier zum Beispiel gibt es halt noch, gibt es noch einen Beuteunternehmer und hier oben zum Beispiel, ich würde ja gerne mit euch auch mal eine Brutstätte zusammen machen. Genau. Ja, mal schauen, mal schauen. Lasst euch überraschen, was ich als nächstes geplant habt. Und ja, ich würde mal sagen, bleibt dran, bleibt gespannt und bis dahin dann. Ciao, ciao.